Martin Reif, Golden Wave. Also mit den Visitenkarten können wir ganz tolle Sachen machen. Wir sind ja auch unterwegs, wir haben das Smartphone dabei und können dann auch ganz speziell und spontan Visitenkarten erstellen. Wie wir das machen, das haben wir bereits gesehen in einem vorangehenden Video, wie wir diese erstellen, wie wir sie bearbeiten und auch wie wir sie versenden. Also jetzt stellen wir uns mal vor, wir gehen in ein Einkaufszentrum oder zum Hauptbahnhof oder in den Flughafen oder vielleicht an einen Anlass, zum Beispiel ein Fußballspiel, und kommen auf die Idee, hey, man könnte jetzt eine Aktion durchführen für diese Fußballspielbesucher. Also habe ich jetzt hier einmal eine Visitenkarte erstellt, Gutschein, einfach das Bild eingefügt, das ich auf meinem Smartphone hatte, dann ein solches vierblättriges Kleeblatt als Avatar und dann hier unten reingeschrieben, Gutschein für Sie, Ihr Gutscheincode ist 8888, klicken Sie unten auf Facebook. Und wenn ihr jetzt hier auf Facebook klickt, dann kommt ihr auf einen Post, den ich auf meiner Facebook-Seite gemacht habe. Und wie man das verlinkt, das haben wir auch schon gesehen auf einem anderen Video. Aber noch einmal, wir klicken hier auf das Datum und bekommen dann den Link und man kann dann zum Beispiel machen, Link in neuem Fenster öffnen. Das habe ich bereits gemacht jetzt hier. Und hier oben ist dann dieser entsprechende Link. Und diesen Link habe ich auf die entsprechende Stelle dort eingefügt. Also ich gehe jetzt hier auf Bearbeiten, damit man das sieht. Hier bei Facebook habe ich hier unten also diesen Link eingefügt und das war alles. Jetzt können wir einmal testen, ob das wirklich funktioniert und wie denn das aussieht, wenn der Matchbesucher diese Benachrichtigung bekommt auf sein Telefon. Ich gehe da zurück und ich schicke diese Visitenkarte mir selber. So. Die kommt jetzt rein, gehe da drauf, der klickt dann natürlich auf diesen Link, auf diese Benachrichtigung, die er bekommt, und siehe da, er bekommt diese Visitenkarte, diesen Gutschein und kann dann, wie gesagt, hier unten auf Facebook klicken. Hier oben hat er seinen Gutscheincode, er klickt da drauf. Und was passiert? Er kommt genau auf diesen vorbereiteten Post, der hier links abgebildet ist. Und er kann jetzt hier also kommentieren und seinen Code 8888 eingeben. Und somit kann man dann mit ihm auch Kontakt aufnehmen und ihm dann das geben, was er als Gutschein bekommen hat. Das einfach als Idee. Da gibt es natürlich viele, viele, viele Möglichkeiten. Sollte man ein bisschen kreativ sein und alles, was mit dieser App zusammenhängt, Visitenkarten, Gutscheine, Aktionen machen etc. und das auch wirklich nutzen. Ich wünsche viel Erfolg!